So, hallo, da sind wir wieder. Zack, die Spinne ist fertig. Ich habe noch Debug-Interface an. Yay. So, wir hatten uns nämlich ein paar BPs angeguckt, was wir als zweiten bauen. Du hast den noch auf privat, den Karren. Achso, nein, ich hatte ihn bloß hier nicht müssen. Genau, so. Projo, genau, den habe ich nämlich nur ein bisschen umgebastelt. So, wir machen jetzt Fusionszellen. Haha, zack und voll. Jetzt machen wir mal an. Der ist echt hübsch geworden. Oh, ich mach mal Licht aus, damit man den. Warte mal, Bremsensignal, Lichter. Mit dem hast du im Tunnel kein Problem, was Licht angeht. Oh, da fehlt ein Stein. Ich muss mal einen Stein da einbauen. Hast du nicht noch einen? Ich habe gar nichts in der Tasche. Nee, du hattest doch einen im Schiff, im Kühlschrank, glaube ich. Ja. Ja, da ist er. Zup, zup, zup. Ach, den habe ich doch seitdem wir unser eigenes Universum damals gemacht hatten. Habe ich den, weil der echt okay ist. Der hat nur mikromale Veränderungen erlebt, aber ansonsten nicht. Na gut, Andi, dann viel Spaß beim Bohren. Ich besorge mal Steine, damit ich dir immer die Rinne nachsetzen kann, während du jetzt bohrst. Ich bin nämlich jetzt der Bauhelfer. Hast du deine Betonblöcke eigentlich wieder in die Kiste getan? Ja. Weil nur noch 500 da sind. Kriegst nicht hoch? Doch. Hast du jetzt geschafft? Okay. Na Sie wollte dann. nicht so weit hoch. Also. Na dann gib dem Zauber mal Zucker. Nur nicht links, rechts, ne? Nur geradeaus. Genau. Und einfach stehen bleiben und Vollgas geben. Bohren. Ja, der geht ab, wa? Junge, 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 Junge. Mach weiter, du störst mich nicht. Darfst nur nicht weiter vorfahren. Einfach stehen bleiben, die Reichweite sollte noch reichen. Mach weiter, oder geht nicht? Bäh. Irgendwas war da gerade im Weg. Also, kannst du mal weiter zurück? Ja, aber dabei die Laser zünden. Und kannst du noch tiefer? Also mit C, genau. Ah ja, dann müsste ich dir die Dockplatte wegreißen. Dann geh mal so hoch, du kannst. Ich nehme dir mal die Dockplatten ab. Jep, warten. Kommst du da ran? Ich baue dir die Dockplatten und die Jumppads ab. Okay. Dann kommst du komplett auf den Boden. Ja, jetzt müsstest du da ganz unten ohne andocken runterkommen. So, jetzt suche ich mal deinen Kühlschrank. Da lege ich dir dann die Teile rein, die ich rausgebaut Jetzt rutscht er. Nicht so schlimm. Aber du Ich bin da dockst nicht mehr schon. an, darum geht's. Genau. Ja, aber er kippt nach vorne. Ja, und dann gib Vollgas. Also hier zünden, damit die Reststeine Okay. wegkommen. Ne, deswegen sollte es ja hinten bleiben. Naja. Okay, jetzt kannst du ganz normal weitermachen. Dann muss ich hier nachputzen. Naja, ich muss aber nach vorne. Ja. Muss dir nur eben hier die Rinne weitersetzen. Stopp. Sonst holperst du. Okay. Ohne Sekunde. Dann kannst du direkt weiter bohren. Und zack. Okay, alles ausgelegt.
Na, ist doch vernünftiger Vortrieb, den du hast, oder? Ja, wenn ich gerade bleiben würde. Nee, du hast ja noch links und rechts ja noch genug Platz. Also noch genug Platz, mehrere Blöcke sogar. Mann, das geht so schnell, ich komme kaum mit dem Bauen hinterher. Mach ruhig, du musst dich nicht an mir stören. Kannst einfach weitermachen. Ja, doch, wenn du im Weg bist, dann funktioniert das nicht. Nicht? Okay. Du kannst jetzt einfach weiter geradeaus fahren. Ne, nicht zu schnell. Wir müssen das nur so weit bringen, dass wir das Tor bündig mit dem Berg setzen können. Ja, guck mal, hast du ein richtig cooles Loch schon. Guck mal, und wie schnell, ne? Möchte nicht wissen, wie viel Schotter du jetzt schon hast. Keine Ahnung, gar nichts. Prachtboxe-Erze. Aber kann man ja seit neuestem auch von hier aus checken. Warte mal. Basis? Schon das Ende da. Das Ding hat gar kein Radar. Kein Dings da. Guten Tag. Das Ding braucht noch hier diesen Fernbediener. Wirbelsystem, Treibstofftank, Waffe, Munitionskiste, Geschütz, Frachtbox, Ernte. Da, Frachtboxerze, 342. Guck mal, richtig cooles Loch, oder? Klasse. So, jetzt muss ich irgendwo nach rechts oder nach links. Wieso? Kannst du nicht weiter geradeaus? Nein. Warum? Weil ich gegenknalle. Wogegen? Rechts und links. Du knallst rechts und links gegen? Nö. Du musst nur hier die Reste, die hier hängen. Die müssen erstmal weg. Hier hängen ja noch überall Reste rum. So. Wo knallst denn du gegen? Warte mal. Hier nichts, wo du gegen knallen könntest. Fahr mal vorwärts. Zu mir? Hier ist irgendwas vor mir. Auf dem Boden? Ich kann nichts sehen. Keine Ahnung. Da bleibt irgendwo hängen. Jetzt geht's nicht weiter. Nee. Dreht da irgendwie komischerweise hoch nach der Seite irgendwo weg. Okay. Dann fahr mal weg. Hier ist irgendwo ein Hubbel. Nee, hier vor mir ist irgendwo ein Hubbel. Warte doch mal. Warte mal aus. Genau, lass mich mal fahren. Hier ist irgendwo ein Hubbel, ein unsichtbarer. Nö, da ist nix. Bei mir schon. Da ist nix. So, ausgestiegen. Das ist ein Vortrieb, ey, Hammer. Jetzt weißt du, warum ich sagte unbedingt den, ne? Weiß nicht, hast du schon mal mit den normalen Bohrern gearbeitet? Die kommen kaum voran, ne? Das Ding hier macht ja richtig Hulladiduli.
Warte mal, du gehst immer tiefer. Ja, du wirst immer tiefer. Du bist wohl vorne irgendwo abgekippt. Na, der ist vorne zu schwer. Muss ich nach oben ein Stück. Was war das? Shift irgendwas? Warte mal, ich habe eine Idee, was ich da machen kann. P, ich muss mal wieder in deinen Kühlschrank. Du kannst schon mal hochpumpen. Also nach oben. Geht nicht höher? Nicht. Okay. Nee, schlecht. Über mir ist die Decke. Muss ich das mit der Drohne machen? Ich mach dir einfach die Jump. Hallo, einfach ruhig halten. Ich mach dir einfach die Jump-Pad links und rechts drunter. Vielleicht geht das dann besser. Okay, ist drunter. Jetzt, wenn du ganz ablässt, steht, liegt da vorne auf etwas auf. N mit Basis verbinden. So. Und besser? Achso, hast du noch nicht gebohrt. Ist noch nicht. Es kommt da gar nicht hoch. Jetzt. Hä? Ist ja noch nicht unten. Kannst jetzt aufsetzen. Jetzt müsste da. Genau, ja. Ist definitiv hinten vorne hoch und hinten runter. So, steht noch so. Hier, wo ich bin, kreisen die Laser ab, da ist nichts mehr. Ja, und du bohrst jetzt nicht mehr so tief, hervorragend. Oh, sogar ziemlich bündig jetzt mit den, mit der Bodenplatte. Sieht gut aus. Boah, guck dir mal an, was das für ein tiefer Tunnel jetzt schon ist, in so kurzer Zeit. Du kannst noch viel weiter nach vorne, ne? Und du gehst langsam aber sicher nach links, das ist falsch. Mal gucken, ob ich dir hier eine Führung setzen kann, an der du dich dann anschlagen kannst mit den Armen. Ups. Hops. Hop. Und hop. Wieder nachputzen. Ja. Also du kannst noch 1000 Kilometer nach vorne, ne? Ja, ist wieder irgendwas vor mir, was mich... ist das vielleicht die hier, die ich gerade gesetzt habe? Nee, nee, ich werd nach rechts weggezogen. Sag mal aus. Ups. Jetzt ist es weg, was auch immer es war. Ah, das ist die Kante hier oben. Kante hier oben. Ja. Also ja, weil wir jetzt eine etwas andere Form haben, ja, ja. Naja, weil das ist... Weil man ja vorne hochgebockt hat. Naja, ist schon klar. Sollte aber ab jetzt wieder weg sein. Du kannst echt noch weit nach vorne, ne? Brauchst nicht so weit zurückbleiben. Dann kannst du länger auf einer Stelle bleiben und Feuer geben. Was ist denn das hier? Was ist denn? Ich muss hier jonglieren, damit ich durchkomme.
Oh, Wahnsinn, ey. Boah. Also das ist schon ein Tunnel, der ist schon ein eigenständiger Parkplatz. Ja, du bist hier auch zu schräg raus. Ja, die Platte wird immer kleiner, habe ich das Gefühl. Kein Wunder, dass das eng wird für dich. Warte mal. Naja, wenn du näher rangehst, müsste es eigentlich breiter werden. So. Da habe ich aber auch da hinten geschludert. Ja, ist ein Loch über uns. Noch Bohrloch. Noch nicht ganz. Jo. Das ist wieder verschüttet worden von uns. Das ist aufgefüllt. Ja. Siehst du das? Diese ja, Auffülltextur. Nicht ganz. Ist diese Auffülltextur da in der Mitte. Okay. Ist die überhaupt gerade jetzt noch? Ja, siehst du ja. Die Platte ist gerade, die ich jetzt baue. Also, ja, recht gerade. Ja, ich meine, ob ich gerade stehe. Du ziehst wieder nach links. Du ziehst wieder nach weiter nach links. Also muss jetzt nach rechts. Warten, ich muss erst den Rand machen. Und bleibst du wieder kleben. Ich habe wahrscheinlich wieder kilometerweit Mikro weg. Das ist der Hammer, ey. Was wir gerade hier, boah. Wir sind jetzt mit dem Bohrer dran, 16 Minuten. Schau mal an, was wir für eine Einfahrt geschaffen haben. Keine Ahnung, wo wir rauskommen, aber solange sie unsere Sprache sprechen, ist alles gut. Das ist heavy, ey. Hängst du wieder irgendwo? Ja, rechte Seite. Stehe ich nicht. Das ist, glaube ich, oben. Oben ist Milliarden Kilometer weit nichts. Lass mich mal eben wieder eine Blockreihe zupfen. Ja, ich will gucken, ob ich gerade stehe. Lass mich gleich mal. Ja? Ich mit dem Ding mal ein Stück nach links. Lass mich mal eben ans Cockpit. Ich will mal eben was gucken. Es gab da die Möglichkeit, die Gyros zu blockieren. Ah, oh. Siehst du? Jetzt hält er die Position. Siehst du auch, wenn ich aussteige? Zack. Du wachst im Boden. Ja, ja, jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich in V-Modus. Sagst du mir mal, wenn ich gerade stehe, weil dann blockiere ich die Gyros. Und stehe ich gerade? Ja? Sieht so aus von meiner Warte aus. Okay, Shift O, Gyro blockiert. Jetzt kannst du nicht mehr links, rechts, nicht mehr hoch, nicht mehr runter, der steht fix so. Du kannst nur noch mit den Düsen, links, rechts, vor, zurück. Aber mit der Maus ist keine Steuerung mehr möglich. Probier es mal aus. Okay. Kannst du mit der Maus? Nix mehr, ne? Doch. Ja, dann richte den mal geradeaus. Nein, mehr nach rechts. Ich hab jetzt noch gar nichts gemacht. Stopp. Wieder mehr links. Mehr links. Mit okay. Der Maus oder mit A? Mit der Maus. Okay, so? Shift O. Shift und O-Taste.
Hast du? Okay, jetzt kannst du die Maus wackeln, passiert nichts mehr. Doch. Dann hast du nicht Shift O gemacht. Doch. Shift gedrückt halten und O-Taste drücken. Ja, hab ich gemacht. Mach's nochmal. Hab ich eben. Und, geht's jetzt? Ja. Steig mal bitte aus. Okay, du musst Shift gedrückt halten und O einen Augenblick länger drücken. Irgendwie registriert er das nicht. Aber erst müssen wir die Karre wieder ausrichten. Na, steht eigentlich gut. Okay, Shift und O Augenblick gedrückt halten. So, und dann versuch nochmal mit der Maus zu wackeln. Warte mal. Bohrmodus frei, fix. Genau. Steht das also irgendwo. Dann kannst du jetzt die Maus nicht mehr bewegen, richtig? Fix. Ja, nur minimal. Richtig, genau. Und jetzt geht nur noch WASD. Und damit kannst du jetzt sauber bohren. Okay. Den habe ich damals... Von wem war das denn? Ich glaube vom Irrt. Den Trick. Na, jetzt kannst du nur noch mit den Düsen arbeiten. Jetzt sollte alles gut laufen. Boah, das Gebohrte sieht jetzt auch gerade direkt ordentlicher aus. Ja klar, ich weiß selber, wie das ist mit der Maus. Ja. Was? Hängst, ich sehe es. Müssten eigentlich noch eine Reihe breiter machen. Jetzt geht's? Nee. Komm ich weder vor noch zurück. Links, rechts, WASD? Auch nicht. Rückwärts? Geht gar nichts. C nach unten? Auch nicht. Leertaste? Auch nicht. Du bewegst dich bei mir, dann steig aus, dann müssen wir das nochmal machen. Warte mal. Minimal vorwärts. Na, ist irgendwas anderes, schleifst am Boden oder weiß der Geier. Weil Luft und Platz hast du überall. So. Guck mal bitte, ob ich gerade stehe. Also wieder die Maus entlockt? Nein. Ja, dann ist das egal. Rechts und links. Dann sollte es schon passen, das ist egal. Hauptsache, du machst nicht um Kurven bohren, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, und weiter nach vorne fahren dabei. Geht das Ganze noch fixer. Genau. Hervorragend, jetzt muss ich erst wieder neue Platte ziehen. Oh ja, jetzt kann ich ganz viel Platte ziehen. Geht direkt besser, ne, wenn die Maus nichts mehr verursacht. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Wie gesagt, Irrt damals. Also es war echt cool. Ist da hinten wieder ein Loch? Naja, da siehst du die obere Deckenschicht mehr, aber auch nicht. Okay. So, ich muss hier wieder nachputzen, weil du hier nicht ordentlich bohrst. Oder fahr einfach mal weiter vor. Vielleicht bohrst du doch ordentlich. Dabei aber feuern. Weiterfahren. Komm nicht weiter. Ja, ist klar. Rückwärts. Du musst etwas gleichmäßiger bohren. Und vorfahren. Gleichmäßiger bohren und vorfahren, aber erst wenn ich geputzt habe. Naja. Wir haben bloß ein Stück vor und zurück gefahren. Ja, wenn du irgendwo hängen bleibst, verreist du wieder. Nervig mit dem, also ganz ehrlich. Auch diese kleinen Wöchselchen, die in der Gegend rumhängen. Das ist, das muss nicht sein. Andere voxelbasierende Spiele kriegen das nämlich auch hin. Lass mich erstmal die Platte ziehen, dann kannst du wieder. So.
Okay. Bohren dabei, bohren, genau. Stopp, 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 stopp. Rückwärts, bei Feuern. Vorwärts dabei feuern, ich will gucken, wo das Problem liegt. Okay, geht doch gut. Ja, genau, das musst du ja. Geh weg jetzt, Textur, ich kann nichts setzen. Ja, geht doch, so machst du doch ein gleichmäßiges Loch. Müsstest auch weiterfahren können, oder? Feuern dabei, immer wenn du fährst, feuern. Niemals ohne Feuern bewegen. Dann entstehen nämlich solche Huggels hier. Halt. Was macht ihr denn? Abgehoben, du hast die Booster gezündet. Gar nichts gezündet. Shift und leer, glaube ich. Na, fahr mal rückwärts. Ja, muss mit C wieder runter. Versuche ich ja. Der geht nicht runter. Jetzt ist er unten. Ja, mit A. Nicht mit C. Mit A? Aha. Ja. Interessant. Keine Ahnung, was das Ding hat. Hänge ich wieder irgendwie, komme ich nicht weiter. Fahr ihn mal bitte hoch. So. Du hast ja jetzt die Loks drin. Dann könnte ich dir die Booster vorne wegreißen. Also die als Abstandhalter, die weißt du, was ich meine? Ja. Die brauchst du ja jetzt nicht mehr. Du hast ja, du kannst den ja auch schräg einstellen und dann so bohren. Ist ja jetzt gelockt. Ja, haha, hab da hoffentlich auch was gelernt. Wusste bestimmt nicht jeder mit Shift und O. Du kannst noch was tiefer gehen, ne? Mit C. Ist noch recht hoch. Genau, ja. Muss hier eben noch Fahrbahn ziehen. So. Wie weit willst du noch? Weiß ich nicht. Aber wir können das ja auch als Raum nehmen, was du jetzt gerade aushebelst, weißt du? Und links und rechts dann breiter werden. Das wäre ja gar kein Problem. Mhm. So, geh mal bitte nach links. Also, ne, mit A. Etwas und Feuer. Mehr kann ich nicht. Keine Bewegung ohne Feuer ausführen beim Bohrgerät. Und vorwärts fahren. Ja. Geht wieder nicht. Doch, geht. Er rutscht aber mehr nach rechts weg. Ah. Mal gucken, vielleicht zieht man die Teile einfach mal einen Block enger. Die Bohrer. Jetzt tu mir mal einen Gefallen. Ich tu mal hier jetzt eben die Fahrbahn nochmal auslegen. Hm. Und dann fahr mal so weit nach vorne, aber ohne Feuer ausnahmsweise, bis ich Stopp sag. Und dann gib mal Feuer. Ich will gucken, ob du dann die Fahrbahn sauber ausfährst. Komm her. Geht nicht? Stopp. Und jetzt gib mal Feuer. Stopp. Dann mal kurz. So, und jetzt guck mal links und rechts. Du hast jetzt sauberer ausgearbeitet. Du musst also viel weiter nach vorne, bevor du anfängst.
Oh, ist das ein Tunnel. Komm, stell dich mal zu mir. Stell dich mal neben mich, bitte. Oh, ich nehme mal den Helm ab. Und jetzt tschüss zum nächsten Mal. Zwei Tunnelbauer sind raus. Bye, bye. Bye.